Herzlich willkommen zu Fahrgemeinschaft.de Videoanleitung. In diesem Video möchten wir dir zeigen, wie du auf Fahrgemeinschaft.de eine Fahrt einstellen und wie einfach du Mitfahrer für deine Fahrten finden kannst. Zunächst klickst du in der Navigationsleiste auf den Menüpunkt Biete Fahrt. Es öffnet sich die Eingabeseite für Fahrgemeinschaften. Unter Start gibst du deinen Standort ein. Im nächsten Eingabefeld gibst du den Zielort ein. Hier siehst du deine Fahrt auf einer Landkarte dargestellt und unterhalb der Karte findest du Informationen zur Streckenlänge und zur ungefähren Fahrtdauer. Du hast die Möglichkeit, Zwischenstopps in deinen Fahrten anzugeben, um mehr potenzielle Mitfahrer anzusprechen. Dafür klickst du auf das grüne Plus-Icon neben dem Eingabefeld für den Zielort und gibst den Zwischenstopp ins Eingabefeld ein. Auf der Karte wird der neue Zwischenstopp eingefügt und die neuen Informationen angezeigt. Neben der Möglichkeit, Ortsnamen anzugeben, kannst du auch Postleitzahlen, Straßennamen sowie Plätze zur Eingabe deiner Fahrten nutzen, um eine genauere Streckenführung zu erhalten. Nachdem die Streckenangaben gemacht sind, kommen wir nun zur Häufigkeit und zu den Zeitangaben der Fahrt. Bei der Häufigkeit der Fahrt gibt es drei Auswahlmöglichkeiten. Ich fahre diese Strecke nur einmalig, ich fahre diese Strecke jeden Werktag oder ich fahre diese Strecke jede Woche. Wir fahren diese Strecke jede Woche, montags bis mittwochs. Deswegen wählen wir Ich fahre diese Strecke jede Woche und klicke Montag, Dienstag und Mittwoch an. Nun geben wir nach Uhrzeit der Fahrt an. Im letzten Schritt geben wir zunächst das Kfz-Kennzeichen unseres Autos sowie eine Telefonnummer bzw. Handynummer an. Außerdem können wir noch weitere optionale Angaben machen und eine Anmerkung zu meiner Fahrt verfassen. Um die eingegebene Fahrt zu speichern, klicken wir nun auf den Absenden-Button. Es folgt die Bestätigung, dass die Fahrt gespeichert wurde und du wirst automatisch in den Bereich Meine Fahrten weitergeleitet. Hier kannst du deine Fahrten bearbeiten, neue Fahrten anlegen oder bestehende Fahrten löschen. Du kommst in den Meine Fahrten-Bereich, wenn du in der linken Navigationsleiste auf den Menüpunkt Meine Fahrten klickst. Vielen Dank für dein Interesse. Falls du noch Fragen hast, kannst du uns gerne kontaktieren. Komm einfach auf www.fahrgemeinschaft.de oder kontaktiere uns per Mail über support@fahrgemeinschaft.de.